Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 3, die 100 Baby Challenge. Und ja, wir haben Zwillinge bekommen, und zwar den Camillo und die Oksana. Und unser kleiner, also unser Pepone, der ist auch schon Schulkind und ist heute auch sehr fleißig am Arbeiten. Die beiden anderen Mädels, die müssen heute gar nicht zur Arbeit, zur Schule, keine Ahnung warum. Also, es findet anscheinend heute kein Unterricht statt. Aber das macht ja nichts. Unsere Rhonda, die hat nämlich auch bald Geburtstag. Und da werden wir tatsächlich dann auch mal einen Geburtstag veranstalten. Also einen Geburtstagskuchen haben wir ja schon. Wir sind ja richtig Profis da drin. Ja. Und dann können wir auch tatsächlich eine Party veranstalten. Da können wir ja ein paar Kinder vielleicht einladen. Aber ich denke mal, bevor wir das machen, werden wir jetzt erstmal diesen Karl Plummer einladen. Oder vielleicht doch erst den anderen. Den irgendwas mit Derek oder so. Den Darren Ricker. Mit ihm haben wir auch das Herz jetzt anscheinend leider verloren. Aber der ist doch auch gerade der Karl Plummer. Den würde ich gerne nach Hause einladen. So, die anderen, die sind noch fleißig am Schlafen, aber werden wahrscheinlich gleich auch wach, weil die Hunger haben. Würdest du dich jetzt mal ein bisschen beeilen? Deine Energie ist voll. Und ja. Ist halt fertig mit Schlafen. So, ihr steht auch mal auf. Kann mal hier ein bisschen sauber machen. Auf einem Fest waren wir jetzt auch nicht mehr. Das denke ich, können wir auch ändern. So. Rechnung bezahlt. Klar, ich komme gleich rüber. Genau, perfekt. Die beiden kriegen jetzt mal ihr Fläschchen. Und dann, weil wir müssen ja dranbleiben, weil die liebe Rhonda, die wird ja zur Erwachsenen. Da haben wir zwar auch noch ein paar Tage Zeit, um Babys in die Welt zu setzen. Aber es schadet ja trotzdem nicht, da so ein bisschen fix zu sein, ne? Und dann bin ich mal gespannt, wann der Plummer hier mal auftaucht. Da hinten kommt er doch schon angelaufen. Na, dann werden wir ihn gleich mal begrüßen. Wir haben ja eine interessante Klingel. So, Reste essen. Frittiertes Sandwich mit Erdnussbutter. Und du hast eigentlich nicht so viel Hunger. So, du musst halt noch. Ja, komm. Ich begrüße dich gleich. Hey, hallo. Flirten. Ey, du brauchst dich nicht vors Fernseher setzen, ne? Wir haben hier noch andere Dinge zu tun. So. Dann stehst du jetzt auch mal bitte auf. Du nimmst dir... Hallo, Junge. Ich rede mit dir. Oh, was ist denn das jetzt für ein Müll? Wohin? Hallo? Bist du blöd in der Birne? Ich stehe hier im Wohnzimmer. Nee, das geht jetzt nicht. Du kommst jetzt hier hin. Ich rufe dich an. Ich glaube, es geht los. No,
Oh, wer bist du denn? Ach, den haben wir schon. So, jetzt kommst du mal wieder hier hin. Aber weil das ein Paparazzi ist, oder was? Hä? Admir Torf, nein! Der einzige, der mich jetzt gerade interessiert, ist der Karl Blummer. Oder ich rufe tatsächlich den anderen Fuzzi hier an. Den hier. Den Darren Ricker. Und hoffen, dass der Bock hat, vorbeizukommen. Tut mir leid. Ach, toll. Es muss doch jetzt machbar sein, dass wir einen von den beiden jetzt mal einladen können. So, und dann tust du der Kleinen mal aufs Töpfchen gehen beibringen. Nur weil er nicht gleich beachtet worden ist. Ich musste halt die Kinder füttern. Aber er will einfach nicht mehr vorbeikommen, ne? Gut, dann müssen wir Dings machen. Dann plaudern wir halt jetzt nochmal mit dem Darren. Bis der uns dann halbwegs mag. Freundliche Textnachricht. Die Klasse von Perpone unternimmt morgen einen Ausflug. Ja, gerne kannst du da teilnehmen. Oh Gott, dem müssen wir mal die Windeln wechseln, ne? Wo ist er denn? Okay, dann gucken wir doch mal, dass wir doch den Geburtstag jetzt vorziehen. Es ist zwar schade, dass wir jetzt vorher nicht nochmal Dingsen hätten können. So, Party veranstalten. Jetzt hör mal auf, mit dem zu quatschen. Dann können wir... Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Wir sind immer noch in einer... Dings hier, Gruppe auflösen, bitte. So, wen laden wir denn ein? Freunde und Nachbarn? Wir könnten die Rebecca einladen, den Ricardo, den laden wir nicht ein. Laden keine alten Dings ein. Du! Genau, du wirst kommen. Und den Caleb können wir eigentlich auch einladen. Oder geht das nicht mehr? Das reicht ja auch fürs Erste, ne? So, Beginn 18 Uhr, perfekt. Kleiderordnung. Ungezwungene Kleidung. Geburtstagsparty. Wähle eine... Hab ich doch. Die Geburtstagsparty beginnt um 18 Uhr. Perfekt. Und wer kommt dann nicht?
Ja, was denn? Ach so, hat da jetzt jemand wieder bescheuerte Dinge vorne dran gestellt oder was? Was ist denn los? Du kommst jetzt mal... Ach so, die stehen im Weg. Ja, super. Benutzen, duschen. Pilz Omelette. Wenn, dann müssen wir ja auch frisch sein. Weil sonst will er ja nicht... Ah ja, guck mal, da kommen doch die Ersten. Da ist der Ricardo, die Rebecca. Kannst du mal einfach mal Platz machen, bitte? Könnt ihr mal hier reinkommen? Ich habe ja noch jemanden eingeladen, also... Da ist er doch. Könntest du den mal vielleicht jetzt begrüßen, bitte? Nein, du haust jetzt nicht nochmal ab. Du gehst jetzt... Nein! Der ist so hohl. Wer spielt denn hier? Ach, cool. Wie cool. Ja, dann ess halt ein Stück Torte. Du musst ja sowieso dann gleich. Tatsächlich du. So, kommt ihr alle zum Feiern? Ah, chaotisch heute. Ach ja. Wer bist du? Habe ich dich eingeladen? Spencer Collins. Wieso denn, Buh? Bist du blöd? Rhonda ist nun eine reife und verantwortungsbewusste Erwachsene. Naja, wenigstens meistens. Sollte sich langsam Gedanken über ihre Karriere und Familienplanung. Ja, die Familienplanung, die ist ja voll im Gange, ne? So, 225 Tage. Haben wir jetzt Zeit für die nächste zweite Hälfte. Also für die nächste zweite Hälfte. Wir sind ja erst bei 46 Kindern. Da müssen wir echt gucken, dass wir ein neues Fischfleisch an Land ziehen. Aber das mit dem Plummer, das funktioniert nicht so ganz, weil er halt irgendwie Paparazzi ist. Und dann hat er anscheinend keinen Bock, ne? Pizza bestellen. Ja, können wir bestimmt irgendwann machen. Wieso buht ihr denn euch gegenseitig aus? Bist du blöd? Kannst du mal gegenüber deinen Kindern doch mal nett sein. Und du müsstest eigentlich mal ins Bett gehen, ne? So, ihr müsst doch auch bestimmt ja in 12 Stunden zur Schule. Wie sehen die Bedürfnisse aus? Jetzt mal apropos Bedürfnisse. Die sind hier und wissen nicht, was sie so treiben sollen, ne? Windeln wechseln. Ja, kommst du mal hier hin?
Oh, wer bist du? Warte, nein, nein, nein. Geh nicht. Nein, geh nicht. Bitte komm wieder. Vielleicht ein Sackgesicht. Kommt einfach nicht wieder. Gut, dann werden wir hier mal die Windeln wechseln. Und der Oksana nochmal das Töpfchen gehen beibringen. Schade. Und noch eine Runde. Was ist jetzt? Hä? Moment. Was ist denn das für eine Musik? Hey, nette Partyleiter, muss ich jetzt gehen? Das Handy deines Sims klingelt. Ja, in ein paar Tagen ist Gruseltag. Ab morgen können Kinder und Teenager ihre Nachbarn besuchen und um Süßes oder Saures bitten. Nö. Wir wollen lieber... Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Oh. Okay, Nuria ist einfach irgendwie anderweitig weg gewesen. Keine Ahnung warum. Felix, was? Wer? Oh, warte mal. Vielleicht können wir den dann begrüßen. Dann bringen wir unsere Tochter nach Hause. Bitte. Damit wir dich dann, uns dann dingsen können. Oder auch nicht. Wie in Hochstuhl füttern. Leute. Die sind auch müde, die Kinder, ne? Und der müsste eigentlich mal aufs Klo. Du kannst nicht oben dann noch was reinschieben, wenn unten aber schon was in der Mache ist, ne? Mädel. Das ist auch nicht so angenehm. Toll, super. Zu spät. Müsste die schmutzigen Windeln noch wechseln. So, du kannst schlafen gehen. So, ja, die Standparke wirst du dir wohl jetzt anhören müssen, ne? Oh Gott. Dein Sim wurde anscheinend beim Unfugmachen erwischt, ja. Was machst du denn auch da draußen? Durcheinander. Wenn Sims mit dem falschen Bein aufstehen, macht sie das maulig. Ja, ich weiß, dass das stinkt. Ich denke mal, in der nächsten Folge, das kann ich ja jetzt schon mal sagen, werden wir den Kleinen mal was anderes anziehen. Nuria, ich will ja nichts sagen, aber du hast Hausarrest. Und schlafen solltest du jetzt auch mal. Beziehungsweise aufs Klo gehen. Duschen und schlafen. So, du schläfst ja schon. Das ist sehr schön.
Noch einmal, bitte. Perfekt. So, dann müssen wir hier mal vielleicht den Napf nochmal auffüllen. Pfütze aufwischen, leeren und dann ins Bett mit dir. Was ist los mit Felix flirten? Achtung, versprochene Midlife-Crisis-Wünsche können erst abgebrochen werden, wenn die Midlife-Crisis vorbei ist. Haben zudem negative Auswirkungen auf die Laune eines Sims. Warte mal. Ein schüchterner Augenaufschlag, eine flüchtige Berührung der Hände. Ja, ich würde schon gerne mit ihm flirten, aber der Felix kam ja nicht hier nach Hause. Kennt denn unsere Tochter den? Felix? Das wäre natürlich sehr klasse. Also sie wurde ja, sie kennt sogar den Dietmar. Kennt gar keinen Felix. Ah, toll. Und wie sollen wir dann den Felix anflirten? Dann lasse ich das lieber mal sein. Nicht, dass wir dann da negative Probleme kriegen, ne? Oh Gott. Nee, ich gehe jetzt erstmal ins Bett. Das kann jemand anderes entstopfen. Bin dafür nicht zuständig. Du wirst mal deine Hausaufgaben machen. Ja, hast du nämlich dann nicht hingekriegt, ne? So, aber meine Lieben, es wird Zeit, einen Cut zu machen. Und wir sehen uns wie immer in einer neuen Folge. Und bis dahin, tschüss.